Liebe Leute, willkommen zur nächsten Folge. Wir haben jetzt schon zwei, also eigentlich drei Götter befreit, aber ein Gott wurde ja getötet, also... Wir sind jetzt hier beim nächsten Symbol. Josh ist immer noch im Spiel. Naja, aber... Moment mal, weil sie haben sie doch alle in ihrer Geister... Wobei, nee, du hast recht, ne? Die Adler-Mutter, ja. Gestorben. Ja. Okay, wir sehen, wir wollen... Okay, wir wollen an das Symbol ran, da sehe ich Feuer da oben. Das heißt, wir müssen da irgendwie... Ich habe mal wieder Hunger. Das ist gut. Ist ja klar, weil ich habe halt Mittag. Okay, wir müssen das da unten wahrscheinlich anstecken. Und man kann ganz rüber was schießen. Das ist cool. Hinter dem Wasserfall ist auch ein Feuer. Ist dann einmal außen rum. Ah ja, okay. Ich sehe gerade nicht. Hier, das da schief. Ja. Ja. Das da schief liegt, meine ich. Ah, garantiert und hier in auch Richtung. Bestimmt auch, ja. Das ist nicht daneben. Jetzt bist du wieder so hingestreben wie vorher. Nein. Zeig's mir hier aber. Jetzt aber. Yes. Okay. Lass mal oben drauf gucken. Ah, okay. Oh. Da oben ist noch ein Feuer, okay. Aber wäre das gegangen? Nee. Nee. Aber von genau da geht das. Also muss aus. Bam. Eine starke Frau. Oh. Achso, ja, okay, es ist ein Counter einfach nur. Oh oh. Schlecht gezielt. Oh, der ist aber. Der ist dafür nicht da. Das ist zu hoch. Ich versuch mal den hinterm Wasserfall. Siehst du den von hier? Ja, ne? Oh, der ist es denn. Oder? Nee. Echt so steil? Nee. Okay, aber... Vielleicht von einer Seite oben zur anderen Seite oben? Kann. Und ich würde da den hinterm Wasserfall noch anmachen. Da sind sie. Ja, jetzt. Ja, aber ich frag mich mit welchen. Der ist ja von fast überall geblockt. Also bisher hat halt jede Flamme zu einer anderen Flamme geführt. Ne? Die Flamme hat mich jetzt nicht zu der, sondern zu der da unten geführt. Ja. Die hat mich zu der da oben geführt. Und die da oben hat mich... Ne, warte mal, die hatte ich schon aktiv... Die hatte ich ja schon angeschossen, ne? Ja, die führt zu der. Ah, ja. Hab ich ja zweimal eben gesagt. Ich hätte zweimal nichts gehört. Ja. Wie das nichts Neues. Echt. Und die führt dann zu der hinterm Wasserfall vielleicht. Ja, nimm den weg. Relativ. Oh, schade, wieso schießt du dich da nicht rüber? Das ist immer so stylisch. Das stimmt. Wo ist die denn hinterm Wasserfall? Ich sehe die gar nicht. Ja. Die sieht man von hier nicht, dann ist das eine andere. Die das ist genau da in der Ecke gezwungen. Ach da. Ja, okay, von irgendwo dann so von eins tiefer vielleicht? Nee, du siehst die ja von hier nicht. Aber... Von der vielleicht so schief rein? Weißt du, die ist ja hier in den Säulen. Aber die da unten hat mich auf die da gebracht. Ja, eigentlich. Egal, aber die hier musste nicht die letzte sein. Also das kann ja, ja ist sie ja offensichtlich. Ich guck nur mal, ob es noch... Also eigentlich müsste die mich dann aber auch irgendwo hinfinden. Aber der Winkel stimmt auch nicht. Also es kann sein, ne? Von hier oder so müsste man das schießen. Das ist zu spitz. Du sollst ja auch. Lauf mal hier rum und gucke, ob wann man sie halt gut sieht. Dann weiß man ja, auf welcher Ebene man ist. Geil. Das finde ich nett. Das hat er gerochen. Und zeigen diese Männchen vielleicht immer an, dass da was ist? Das könnte echt sein, ne? Also, der direkte Weg ist versperrt. Ja. Müssen wir den Wasserfall ausstellen? Keine Ahnung, geht das? Ich habe das Gefühl, dass das der einzige Winkel ist. Geh doch mal gucken. Können wir da was machen? Ah ja, da auf der Schnauze landen. Ah, hier gibt's nur Lumis. Da unten, jetzt überall.
Hm. Es gibt bestimmt einen Winkel, einer der. Wir müssen die halt alle mal ablatschen. Ja, was mich halt irritiert, ist, dass die halt alle immer irgendwo hingefühlt haben. Außer jetzt die oberste, glaube ich. So, wir gucken, ob ich hier noch irgendwas erspähe. Was ist denn diese Treppe? Das hat was. Also, das ist zu schräg quasi. Check den oberen noch nicht. Das müsste halt eigentlich fast gerade sein. Also da. Naja, von die, hier ich, irgendwo so halb schief. Ja, ich ziemlich gerade, glaube ich. Also ich glaube hier, man sagt ja, okay, hier blockieren dich diese Statuen. Ja, genau. Ich sammle nebenbei mal die Gummis an. Stopp. Ja, siehst du von. Nee, von weiter rechts geht's halt am besten hier. Genau, jetzt würde gehen, aber die Statue ist im Weg, beziehungsweise der Wasserfall ist im Weg. Von hier geht's auch von der Seite. Genau, aber das ist halt wieder zu schräg dann. Das geht nicht. Ja, so sieht man sie gar nicht. Geht nicht, genau. Also man muss ziemlich von vorne drauf gucken. Gibt es hier eine noch weiter unten? Ja. Ohne Scheiß kann ich da durchschießen. Ist das einfach nur... Okay, das hätte ich als nächstes aber auch ausprobiert. Ja, ich sammle noch die Lumis ein. Die zwei, drei, da, ja. Ja, ich dachte nämlich die ganze Zeit, weil das ist halt, glaube ich, der Einzige, der da nirgendwo... Ja, genau, der hat nicht irgendwo quasi connected. Ja, und der oberen halt nicht. Das ist das Ende dann. Ja. Mann. So einzelne Drecks-Lumis hier, oder was? Das ist so geil, wie wir einfach alles miteinander vermischen. Herr der Ringe. So, jetzt haben Rayman. Wir. Ja. So, wir haben zwei. Ja. Tower, offenbare dich. Wahrscheinlich in die Richtung, wo das Ding gerade ist. Ja. Kannst du da hinten zu dem Außenrum mal laufen? Ja, ja. Aber jetzt machen wir mal wieder ein bisschen. Ein bisschen Renn-Action hier. Sonst rost ich hier total ein und weiß gar nicht mehr, wie das nachher geht, wenn wir. Oh Gott. Ist hier noch was? Nee. Aber kannst du auf die Treppe. Oh. Was denn? Oh, hier ist ein hohler Baum. Oh ja, da checken wir natürlich ein. Entschuldigung. Fast so eine Superheldenlandung. Ah, mach mal wieder die Sicht an, genau. Ist, glaube ich, immer da, wo diese blauen Dinger sind, wenn man es mal. Dass wir da alles haben liegen lassen schon. Aber ganz ehrlich, wie hoch sollen wir denn noch springen können? Genau. So, okay, links, links vorbei. Du willst noch da. Ui, da durchs. Genau, und durchs Loch. Oh, da oben. Da oben drauf halt, ja. So, da müssen wir nochmal rechargen, nämlich. Ja, vor allem kommt, wenn ich. Ich würde links zwischen dann. Ja. So oft hoch zu können, macht fast den Flug kaputt, weil man eigentlich überall hinfliegen kann. Naja, ich merk's, aber man schießt. Also die. Geil! Das sah super aus. Ich wollte es mal probieren. Und am Anfang ist man noch mehr gelaufen und jetzt schwebt man immer mehr. Aber das ist auch ein vertikaleres Level, habe ich das Gefühl. Boah, geil, guck dir das Ding an. Da ist am Ende das Finale. Hinter dir ist irgendwas. Ah, okay. Hm? Sind das nicht so Fackeldinger? Doch, sind sie. Aber du schießt viel zu hoch. Weg, weiter weg musst du. Mhm. Ja. Ah, und das ist geil. Das ist nur eine Geistesicht. Ja. Ja. Und oben ist auch noch eins über dem Ding, ne? Mhm. Das ist ein bisschen fummelig. Ja, man muss letztlich einfach nur die Flamme da drauf navigieren, dann wird das schon. Links fehlt noch. Nehmen wir das Fackeln? Da. Ah ja. Hä, wie habe ich das da hinten links angemacht? Ja, hast du als erstes getroffen, als du es gemacht hast, zum ersten Schuss. Achso, ich dachte, du hast sofort gecheckt und ich war so, oh, Josh. Das war ein Unfall.
Oh Mann, ich dachte, du hast es sogar geschenkt. Nein, no, da ist unser Datum 1, Turm 2, zack, wir gehen hier. Links. Oh, da unten rein. Da in die Höhle? Ja. Oder hier in den Turm? Beides, erst in den Turm, sonst müssen wir wieder alles hoch. Ja. Oh, was haben wir denn hier? Jetzt fehlen ja auch nur noch zwei von den Dingen. Oh ja. Glocken! Hey, hingucken! Scheiße. Nochmal. Geguckt. Okay. Ich weiß zwar rechts, aber ich hab nicht. Normal, wir müssen jetzt runter, Trigger. Hoch und. Scheiße, es ging weiter, Mann, ich dachte, es war vorbei! Du bist so ungeduldig jetzt. Richtig, ne? Drei, ja. Scheiße, jetzt war ich vergessen. Hier. Nee. Das ist auch nicht auf Gaskin. Nee, ich hab mir das nicht gemerkt. Okay, scheiße. Links. 2, 3, 4 und dann wieder das. Ich kann's. Ich will es nicht mehr. 1, 2, 3, 4. Und nochmal. Nee. Oh. Sag mal, bin ich zu doof? Ja. Ich kann doch nicht. Also. 1. Links. Mitte, rechts, rechts, Mitte, links, rechts. Also links, da, hier. Links, Mitte, rechts, 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 Mitte, links. Mitte, links, in der Mitte. Mitte, rechts. Ja. Jesus Maria. Ich dachte, das habe ich beim ersten Mal auch gezeigt, aber scheinbar nicht. Wir haben es fast! Kannst du auf B drücken. Bevor du da reinkriegst. Jetzt kriegen wir hier wieder Lumis. Jo! Ja, zieht es schon? Ja. Fünf. Vogel? Vogel, sich. Vogel? Wo ist der? Vogel im Mund. Ja, ich weiß, Vogel ist jetzt. Vogel macht jetzt. Vogel wird jetzt gegessen. So, dann wolltet ihr ihn noch hier runter. Was ist denn hier alles wild, ey? Was denn hier alles kriegt? Warum regnet dann dieses Level hier? Ich würde gerne so einen Sturzflug. Okay, also. Ja, Symbolzeit. Okay, aber wir haben keine Hinweise auf Symbol, ne? Ja, zumindest nicht hier. Guck dich da mal um. Da hinten an den Wänden zum Beispiel sind überall Symbole. Da ist eins. Du Scheiße. Das, wer sind welche? Okay, warte mal, kurz orientieren, eins. Da oben. Ja, aber entspricht das dem? Aber die Frage ist, was entspricht dann ja, was? Ja, nur dem Goldenen, die Goldenen entsprechen. Also wir haben, dann ist das die Doppelkopf-Geschichte hier. Doppelkopf. Ja. Das ist dieser der Käfer. Käfer. Ich weiß nicht, was das sein ist. Nee. Der hier, ne? Das ist kein Käfer, das ist der Boss, gegen den du als erst gekämpft hast. Hilft das? Ich würde erst den anderen machen, wenn man den sieht. Wollten wir mal looken, ja. Okay. Hier ist nämlich das da hinten. Ah, das ist der mit den ganzen Armen. Genau, und jetzt kannst du den. Ja. Jetzt kannst du den anderen einfach drehen, bis es passt. Randomize. Ernsthaft? Kein Hint? Ich sehe den nicht. Ja gut, es waren aber nicht so viele Sachen zur Auswahl, muss man dazu sagen. Ja, also. Easy nice, boy. Wir haben schon drei jetzt. Aber jetzt habe ich mich gewundert, was. Guck mal, ich dich hier unten noch wenigstens mit optisch um. Mit optisch? Was wäre denn da alles noch gewesen? Ah ne, sind das nur Blätter? Ein Bäumchen. Was ist das denn hier? Ah, Schmetterlinge. Oh, los, mit Zeit, hinterher, hinterher, hinterher! Wohin? Wohin? Na, da, zu dem nächsten Schmetterling! Oh Gott, scheiße! Du Doofkopf! So, und wo jetzt hin? Höher wahrscheinlich. Da! Seh sie! Scheiße! Okay. Das sieht sie nicht! Ja, dann flieg raus da mal. Da! Alles so.
Oh, du hast noch eine Zeit. Oh, verkackt. Nochmal von vorne. Ich will es nicht nochmal. Ja, mach's nicht. Einmal. Es ist. Da, das Ding ist diese Steuerung. Ja, ich weiß. Das ist halt dieses Hoch-Runter. Das ist halt super clunky, finde ich. Jetzt kannst du dich fallen lassen. Weil du musst immer das ist. Genau, du musst. Aber es hilft ja auch, wenn man weiß, wo die Dinger sind. Ja, das ist tatsächlich immer das. Jetzt nach links. Hier gleich durch. Sehr gut. So. Ja. Reinspringen. Mit dem Fliegen. Verarschen. Ja, so. Da oben drauf, hast du gesehen? Ja. Mitte, ja. Ja, alles gut, du hast noch genug Zeit. Wie immer noch nicht? Da hinten, geradeaus, geradeaus. Und reinspringen. Sehr gut. Oh. Okay, es fehlt noch ein. Jetzt hol dir die Dinger auch. Achso, ich dachte echt, die kommen doch immer alle zu mir. Nein, aber nur nicht diese Dinger. Jetzt. Freunde. Ach, ich hab die doch schon bekommen. Tja, wir brauchen mal wieder einen Tower. Scheiße, das reicht nicht jetzt. Dann nimm auf. Nein! Das sei dir nicht gegönnt. Dann lauf halt hier raus aus dem Ausgang. Ja. Lauf macht sowieso viel mehr Spaß, als die ganze Zeit umtragen zu lassen. So, jetzt gehen wir erstmal zu dem Tower da. Ja, wir gehen jetzt auch und fliegen mal nicht, weil das ist viel zu, das ist das Spaßigste und es ist ein bisschen nervig, dass man das dann nicht mehr macht. Ja, okay, jetzt hättest du schon. Jenny hat gesagt, ich darf nicht fliegen. Darfst aber auch nicht auf die Fresse fallen. Okay. Das ist mit Anzeige, ja. Oh, ich sehe mich doch hier schon wieder in der Bossjagd hat nachher. Klar. Ich würde gerne wissen, liebe Leute, spielt einer von euch auch das Spiel? Und wenn ja, mögt ihr es? Und wenn ihr es mögt, dann, und das Video mögt, dann möchte ich ein kleines Herzchen sehen oder ein Like. da kannst du quatschen. Da oben ist das drauf. Wie kann das sein? Wieso verdurstet ein Baum, in dessen Nähe so viel Wasser zu finden ist? Was ist mit diesem Wasser? Oh oh. Preußen. Ah ne, das ist aus wie ein Schalter. Oh. Na gut. Das war elegant. Das ist so geil, dass man auch so Schwung kriegt in der Luft. Ja. Ja, und die Feinheiten der Störung habe ich noch nicht so ganz raus, ehrlich gesagt. Jetzt laufen sie doch mal hier. Was? Ich den hier versemmelt. Warte mal, muss ich hier hoch? Ja, dann du hast doch ganz viel Sprünge. Ja, aber es geht von unten, oder? Ja, oder du kannst hier auf den Absatz. Nein, das schaffe ich nicht. Nein, aber wir können es mal testen. Fast. Aber es geht, glaube ich, doch. Ja, da ist das Kabel. Das Kabel, das ist ein Seil. Da fällt sie nicht hin, ne? Das verstehe ich nicht. Aber manchmal auch so. Schade, aber jetzt fast mit einem mehr hätte man es quasi ohne das Seil geschafft. Sehr gut. Was hast du mir zu sagen? Den Seil, den Traum. Ich erblicke die Streitkräfte des Wegbereiters, die in den Schrein der Maske eindringen. Ich frage mich, ob sie wissen, welche tödlichen Gefahren in seinem Innern lauern. Viele haben schon dieses Gebäude betreten, aber nur wenige verlassen es. Du hast rechts von dir noch einen Turm, geil. So geil finde ich das nicht. Okay. Zeit sagt, mach weiter. Weiter, immer weiter! Weiter, gehen Sie weiter. Ja, aber da fehlt noch ein so ein Token.
Das kommt vielleicht daher sogar, oder? Okay, gucken. Oh, da ist ein Tempel. Rechts von dir. Das Ding nehmen wir uns. Aber sind in diesen Tempeln vielleicht immer die goldenen nur? Ja, das ist ein goldener Schnatz wahrscheinlich irgendwo. Ja, der silberne Schnatz? Das ist der goldene Schnaps. Ja, du hast auch der goldene Schnatz. Achso, ich hab verstanden, der silberne Schnatz. Und ich würde sagen, der ist nicht silber. Auf jeden Fall. Slangig. Das könnte die Boss-Arena sein. Oh, ich verwechsel die Dinger manchmal, die Flammen. Manchmal mit. Brennen alle Flammen hier hoch? Weil der kann bestimmt was. Nee, sehr gut, der kann Feuer spucken oder so. Guck mal, wie du die ankriegst hier hoch. Den Pfad da unten geht's runter. Ach, komm schon. Ja, ja, warte, warte. Ich überlege gerade, wo ich das anschießen muss. Ich muss ja das. Ja, erwischen. Das? Nee, aber guck mal, stopp. Dreh dich. Nicht noch nicht runterspringen, bitte. Wenn du dich nach da drehst, dann war da unten, hier hinten. Die, guck mal, da sind noch welche, die nicht an sind. Du musst also da hoch. Komm, geh einfach rückwärts runter. Dem hinterher. Gehen Sie. Da, siehst du, jetzt kannst du das nehmen, nach da. Das geht bestimmt einfach so. Das ist voll cool. Ja. Ja, du hast zwei getroffen, siehst du? Das ist so geil, wenn ich mich immer motivieren möchte mit solchen. Das ist voll cool, siehst du? Ja, das will ich auch. Das geht nicht, ne? Nee, du musst das. Das wird schon. Oh. Jetzt müssen wir die kriegen. Nicht. Vielleicht von der anderen Seite. Oh, oder die trifft die da unten und dann geht's wieder hoch. Und dann, es geht so ein bisschen Asü. Nee. Ich meine, wir können ja auch aus Versehen falsch rum angefangen haben. Vielleicht muss man auch von unten anfangen. Ja, sehr gut. Rede ich mit dir wie mit einem Kind? Nee. Ein bisschen. Aber das ist cool, dieses Gebilde hier, oder? Ja. Ja, man sollte erst. Und dann sogar noch eins hoch wieder. Ja, ja, nicht von hier. Das ist ein bisschen überambitioniert. Ja, das will ich gehen. Doch, okay, es ist sehr gnädig. Siehst du? Das war cool, obwohl ich mir vorgestellt habe, dass der Feuer spuckt. Aber egal. Ja, das war schon. Das hätte noch cooler sein können, aber auch ein cooles Potenzial. Jetzt müssen wir leider. Mann! Vogel. Das war komisch. Jetzt macht's Snap und dann kommen die Credits. So, uns fehlt doch immer noch ein Token. Jetzt hätten wir hier noch die Option gehabt, in das Teil unten zu gehen. Das war hier, ne? Dann checken wir das doch noch aus. Au. Ah! Ich treibe weg. Oh. Jenseits, was? Jenseits dieser Prüfung wartet die Maske der Uralten. Der Weg dorthin birgt viele Gefahren. Nur für die Würdigen wird sich ihre Bestimmung erfüllen. Ey, ich bin sowas von würdig. Dann lies mal, was die Toten denken. Gott, die Toten haben ganz schön viel zu sagen. Ich wusste, dass mein Weg hier enden könnte, aber ich wünschte, der Wegbereiter hätte sich mehr Mühe gegeben, das Rätsel zu lösen. Ich hätte gern miterlebt, wie er den einen wahren Weg erblickt. Ich wäre gern dabei gewesen. Das können wir bestimmt mit unserer Supersicht. Ich gebe dir alles für den weiteren, für den wahren Verein. Ich gebe alles für den einen wahren Pfad. Wenn der Wegbereiter meinen Körper als Gefäß benötigt, dann soll es so sein. So werde ich ihm helfen, den einen wahren Weg zu finden. Die Geistermaske darf nicht von jenen getragen werden, die den Weg an die Spitze erzwingen. Die Großen kennen ihre Zeit. Wer sehen möchte, was sie sehen, muss die eigenen ebenfalls kennen. Die eigene was? Die Großen, die eigene Zeit. Okay. Mehr Tote. Oder kann man Symbole drehen vielleicht? Der Pfad, den einen wahren Weg zu entdecken, ist tückisch. Das war mir bewusst. Und dennoch wünsche ich,
Der Wegbereiter hätte uns nicht gezwungen, diese Fallen auszulösen. Es hätte vielleicht bessere Möglichkeiten für unser Opfer gegeben. Ja, gut. Ja toll. Ey. Ich will auch nicht geopfert. Das ist aber ganz schön zerlegt. Ja, was hast du noch beizutragen? Ich konnte sie fast spüren, die Maske, die den einen wahren Weg erleuchten würde. Sie war nur wenige Schritte entfernt. Wie konnte ich da warten? Wo kriegen wir denn eine neue Maske? Ah ja, guck mal. Okay, da kann man auf jeden Fall drei Schalter. Und hier unten ist irgendwie... Und hier ist ordentlich... Was ist links auf dem Boden? Was ist links neben dir? Also da muss man wieder einstellen, die Symbole. Das wäre ja fast zu einfach, oder? Es wird jetzt hier so dramatisch angekündigt. Weiß ich nicht. Aber es ist doch eigentlich immer das Rätsel. Versuch das mal, das so einzu... Das sieht ja alles so tödlich aus, wo ich weiß, stehe. Sorry. Was haben wir hier? Oh, nimm. Doppelkopf. Und Hydra. Viele Köpfe. Haben wir schon. Hydra ist schon. Kannst du dich abbrechen. Aber es ist eh falsch. Also ist ja jetzt, ne? Na, drehst du es trotzdem wieder hin. Ich dreh es nochmal zurück. Oder ist es das hier? Nee, ist schon. Machen wir nochmal. Also die anderen mal. Ist es das? Warte mal, oben und unten ist es. Zeig mal da oben das Symbol. Oh ja, das ist das auf jeden Fall. Okay, das heißt, das ist nicht korrekt. Also wir haben jetzt das quasi den Dingern entsprechend eingestellt. Aber das ist nicht die. Ja, wieso sind die auch nicht gleich hoch und wieso ist unser Vogel da eingeklemmt? Ja. Okay, was haben wir noch? Wir müssen ja noch. Also, wir haben drei Sachen, auf die wir schießen können, wo wir das Ding einstellen können. Wir haben hier drei verschieden hohe. Okay. Sind die Ach. Verschieden hoch? Ja. Ah ja, okay. Klein. Das heißt, der hier ist das quasi, das ja. ist die Hydra. Ja. Das habe ich auch gerade gesagt. Das ist das Kleinste, ne? Das ja. ist das die. Sehr gut. Das ist enttäuscht, dass wir hier aber keine Fallen triggern. Und da oben ist der Bulle. Der Bulle, der einen Hörschuss. Nein! Oh, geh einfach näher ran, ja. Nice! Sind wir gut. Oh, ich glaube, es war erst der Anfang. Oh. Es ist ein Symbol? Interessant. Geil, das ist dann das Fehlende. Weil wir schon die Maske haben. Wir haben alles getan, worum du uns gebeten hattest. Wir haben unsere Häuser verlassen, wir haben Opfer dargebracht und jetzt das. Warum? Aus welchem Grund, Wegbereiter? Bist du dir noch den anderen durch? Ja. Nice. Okay, ich dachte tatsächlich, jetzt geht's ja erst richtig los. Na? Ich habe noch nie einen so wehklagenden Schrei gehört. Die Erinnerung an den gedemütigten, einst großen Wegbereiter, der schrie: Wo ist der Weg? Wo ist der Weg? Wird mich für immer verfolgen. Unser gütiger Anführer ist verrückt geworden. Ja, dann hätte ich ein bisschen anders rufen müssen, aber. Ja, so ein bisschen. Wo ist der Weg? Oh, okay. Ja, ja. So kann man ihn auch interpretieren. Ja, er ist verrückt geworden. Wo ist der Weg? Ja, echt verrückt geht. Das lässt viel Spielraum. Ja. Diejenigen, die hierher gefunden haben, sind der Geistermaske würdig. Yes! Aber hüte dich vor denen, die sie auch tragen. Jene, die die Maske aufsetzen, werden die Welt nie wieder auf dieselbe Weise sehen. Das wissen wir schon. Das wurde uns schon mal gesagt. Stimmt. Okay, ich würde sagen, in Anbetracht der vorangeschrittenen Zeit. Was kommt in der nächsten Folge? Ja, weiß ich nicht. Das ist die Frage. Also wir müssen können jetzt halt die Folge mal noch cutten, ne? Also wir müssten jetzt zum Turm. Geh auf jeden Fall noch raus. Wir müssten jetzt zum Turm und dann startet der Bosskampf. Ja. Weil der kann natürlich lange dauern. Jo. Oder wir machen in der nächsten Folge den Bosskampf und dann starten wir quasi ins nächste Level schon hinein. Ja, das können wir machen. Und splitten quasi so ein bisschen alles auf. Aber dann müssten wir wenigstens eigentlich noch zum Turm.
Ach nee, dann geht ja der Bosskampf sofort los. Also würde ich denn das Ding abgebe. Dann machen wir hier Schluss. Aber wir wissen nicht mal, wohin. Können wir wenigstens gucken, wo der Turm ist? Okay. Können wir nicht. So, sorry. Klare Frage, klare Antworten. Dann endet hier diese Folge und in der nächsten Folge wird Joscha gegen den Boss kämpfen. Hype. Hype. Wuhu, bis dann.